ich habe in Holland ja vor kurzer Zeit das Lotus-Eis probiert, beziehungsweise in Deutschland habe ich das aus Holland mitgenommen und war davon eigentlich geschmacklich super begeistert, aber es war mir viel zu luftig und es hatte mir viel zu kleine Mix-ins. Und genau, ich glaube tatsächlich genau am gleichen Tag habe ich herausgefunden, dass in den USA jetzt unterschiedliche Lotus-Eis rauskommen. Einmal das hier, Blueberry Cheesecake, dann Brownie, Salted Caramel, noch normale und ich glaube noch eine fünfte Sorte, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe alle im Laden gesehen, aber habe mich für diese hier entschieden, weil ich mag tatsächlich Blaubeeren richtig gern und auch künstlich als Geschmack in irgendwas drin. Deswegen, ja, Blaubeereis fand ich schon immer toll, vor allem wenn es dann so gemischt ist mit Sahne und das sieht so aus. Und ich muss sagen, die Kombination Spekulatius und Blaubeer habe ich so noch nie in einem Eis gehabt, deswegen klingt die mega spannend für mich. Ich hoffe echt, dass das hier ein bisschen, ja, Mix-In reicher wird, weil tatsächlich von der Grammanzahl hier haben wir auch nur 260 Gramm für das ganze Pint, was 460 Milliliter sind. Sogar weniger als die 473 normalerweise hier sind. Ein Serving, davon haben wir nämlich vier, hat 150 Kalorien, also 600 Kalorien für den ganzen Becher, 7 Gramm Fett, also 28 für den ganzen Becher, 19 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm davon Zucker und 2 Gramm Protein. Und ihr seht hier schon, dass nur 6% Kekse drin sind. Also wahrscheinlich wird es doch nicht ganz so mix-in-reich. Leider, leider, leider. Da sind die Kekse. Wir haben aber echtes Blaubeerpüree drin. Also da bin ich gespannt drauf. Es wurde nicht mit zusätzlichen Farben gearbeitet. Das ist ja auch ganz schön. Und ansonsten, ja, die Beschreibung natürlich müssen wir erstmal lesen. Es ist Biscoff-Eiscreme mit Blaubeer-Käsekuchen und Crunchy, also ja, Crunchy halt, Lotus-Biscoff-Keksen. Und es ist auf jeden Fall, die dritte Zutat ist tatsächlich auch dieser Frischkäse. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, jetzt machen wir es mal auf. Okay Leute, entschuldigt meine Reaktion, ich bin gerade nicht so happy. Es sieht tatsächlich ziemlich genau wie die Version aus, die ich auch schon in Deutschland angeschaut habe. Nicht bis oben voll, genauso eingespritzt. Ich glaube, es ist genau dasselbe. Naja, probieren wir mal, ne? Erstmal die Eiscreme. Okay, first the ice cream. Hier ist auch schon ein bisschen Blaubeer dabei. Okay, Leute. Entschuldigt, dass ich immer Leute sage, aber es ist so geschmacklich so gut, aber die Konsistenz, seht ihr, wie es diese Wellen schlägt. Das heißt immer, es ist richtig luftig, so Cremissimo-Style. Es schmeckt wirklich verdammt gut. Geile Kombination, Blaubeer und Biscoff. Ich schmecke nicht so viel Käsekuchen und diese Stückchen sind halt auch mini, ne? Also so wie die hier drauf gestreutelt sind, so sind die auch drin wahrscheinlich. Alright, next one in the line is Lotus Biscoff Ice Cream and it is the blueberry cheesecake kind. I am so excited about this because I had Lotus, just the regular one. It might have been caramel, but I've had it in Germany, but bought it in the Netherlands. So yeah, this is super exciting because I didn't really like the German version. It was just I mean, the taste was awesome, but it was too airy for me. There was too much over and too much air whipped into it. And it was just not as dense as I prefer it usually. And it didn't have a lot of chunks. But shortly after, actually, I think the same day, I found out that the US just came out with like 4 or 5 different new Lotus ice creams. And one of them is the blueberry cheesecake one. Another one is salted caramel. Then there's the regular one. Then there is a brownie one. And I don't remember the other one. But yeah, there are lots of flavors out there, and for some reason, the blueberry cheesecake one spoke to me the most because I like any kind of blueberry flavoring and blueberries in general. So yeah, it was $5.99 at a local grocery store around the corner, and it is a pint with 460 milliliters, and one cup is just 65 grams. So this one is also pretty airy. It means the whole container has only 260 grams, which really is not a lot. One serving is 150 calories, 7 grams of fat, 19 grams of carbohydrates, 15 grams of that are sugar, and 2 grams of protein. The ingredients are right here, and you can see the list is really long, so I won't dig deeper into that, but the first ingredient is milk, skim milk, then cream, and then fresh cheese. So I hope it does taste like cheesecake. And we have, that's the thing that is interesting to me, 6% of cookies, so it's not like a very mix-in rich dense ice cream, unfortunately, which I also prefer. We do have blueberry puree, so there are some real blueberries in there. And yeah, did you try it, or did you try any of the other ones? Which other ones would you be interested in? Let me know, and let's dig in. I forgot to tell you, it is what it is. Like, it is a
Biscoff ice cream with blueberry cheesecake and crunchy Lotus Biscoff cookies. But I guess that was kind of obvious. Yeah, I think I let it melt enough. Sit. Okay. Sorry, my reaction, but it does look like the version I tried in Germany exactly, actually. But there's already some kind of blueberry swirled into it. It's so good. I just don't like the consistency at all. There's a gentle blueberry flavor. And I already got crunchy biscuit pieces, which are the same ones that you can see right here. So don't expect large chunks. It is okay, but it's just way too like Breyers-like to me. It's so airy. Anytime ice cream makes these waves, you see it's airy. But flavor-wise, it's on point. Einfach zu luftig, aber geschmacklich toll. Könnte vielleicht ein bisschen mehr nach Käsekuchen schmecken. Man schmeckt schon raus, aber es ist nicht so stark. Oh, and I do taste the cheesecake flavor, but it's not as strong as it could be, in my opinion. Alright, so as you can obviously see here, there's a lot of blueberry swirl, which is super tasty, but the Biscoff cookies are really tiny. It's a good ice cream, don't understand me wrong, but it's just, in my opinion, not the right consistency, not the one I prefer. Have you had it? And have you had like the brownie one? Because that was the second most exciting one to me.